Hey, seid mir gegrüßt, liebe Leute. Diesmal neues Umfeld. Ich bin nämlich in der Nachhilfeschule oder dem Lernstudio, wo ich gerade arbeite. Und deswegen habe ich mal eine andere Tafel. Kann sein, dass ich ab und zu meine Sendung von hier schicke, also nicht wundern. Und es gibt jetzt auch hoffentlich öfters und regelmäßiger wieder neue Videos. Ich habe hier offensichtlich klassisches Chinesisch an die Tafel geschrieben. Nämlich ein Teil aus dem Zhuangzi. Zhuangzi heißt das Kapitel. Und da drinnen gibt es folgenden kurzen Absatz. Da steht noch ein bisschen was vor, das habe ich jetzt weggelassen, weil es nicht ganz so überwichtig ist. Aber das, was hier steht, ist in sich irgendwie logisch und geschlossen. Vokabeln findet ihr wieder unten in der Videobeschreibung. Und ich wollte ein neues grammatikalisches Thema ansprechen, nämlich ein Modalverb, kür. Und dazu gibt es mehrere Sätze, das ist das erste, der Rest schneide ich dann dazu. Gut, lesen wir mal vor. Gui kü shi gu fa zhi qi kü yong gu ge zhi ren ji zhi 游用之用而莫之无用之用也. So, ein bisschen Wiederholung. Wir haben hier zhi, den Objektersatz für ein schon mal bekanntes oder erwähntes Objekt. Wir haben you für Vorkommnisse oder Befindenssätze. Weiß ich nicht, ob ich schon mal drüber gesprochen habe, Satzverbindung, die entweder und oder aber heißt, kommt drauf an. Und ja, zhi für Genitivkonstruktion, aber eine und weine. Gehen wir erstmal bis zum ersten Punkt, oder? Ja, bis zum ersten Punkt. Gui ke shi. Ke bedeutet können, Fähigkeit haben, in der Lage sein. Bedeutet aber auch dürfen, also eine Möglichkeit haben, eine Erlaubnis haben. Und es bedeutet auch so was wie, ja, in gewisser Hinsicht eine Verpflichtung haben. Es kommt dann immer darauf an, in welchem Kontext es ist. Ich hoffe, dass ich das in verschiedenen Beispielen dann rüberbringe. Hier haben wir Gui, den Zimtbaum. Ke shi, Zimtbaum. Kann man essen. Shi als Vollverb essen und ke das Modalverb dazu. Wie im Deutschen auch, Modalverb steht vorne und das Hauptverb steht hinten. Und dann bekommen wir unseren Nebensatz. Gu, darum, deshalb, fa, zhi. Fa heißt fällen oder umhauen und kann auch angreifen heißen. Und man kann es benutzen halt für Bäume, wie den Zimtbaum, den man umhaut. Man kann es benutzen für Feinde, die man in der Schlacht niedermetzelt. Oder wir haben es in den Geschichtsschreibungen auch öfters, irgendwie Land 1, Fa, Land 2, angreifen, attackieren. Und zhi ist halt wieder dieser Platzhalter für das Objekt, weil Fa transitiv ist. Und deswegen müssen wir hier das Objekt nennen und das Objekt ist zhi, was auf das Gui rückverweist. Soweit, so gut. Weiter geht's. Qi ke yong, also Lackbäume, kann man benutzen, kann man verwenden. Yong. Gu ge zhi. Daher, deshalb, ganz parallel aufgebaut, ge. Ge bedeutet irgendwie irgendwo reinschneiden oder irgendwo einritzen. Und das ist genau das, was man bei Lackbäumen macht, wenn man den Flüssigkeitsauslauf irgendwie provozieren will. Dann schneidet man da Ritzen rein und fängt es unten auf, was aus diesen Ritzen rausläuft, ein Lack. Zhi, ne, ihn oder es, wen oder was, den Lackbaum. Also darum ritzt man ihn, den Lackbaum. Das hat jetzt nichts mit Ge zu tun, aber damit das ein bisschen abgeschlossener ist. Menschen alle wissen, Yu-Yong gehört zusammen, also Nutzen haben. Und hier ist das Zhi kein Objektersatz, kein Platzhalter, sondern für die Genitivkonstruktion. Also A
B ist A B. Jung bedeutet ja Nutzen oder sowas, ja. Und Jung bedeutet Nutzen haben und dann den Nutzen von Nutzen haben. Also Menschen alle kennen den Nutzen des Nutzenhabens. Hier ist es aber, Adversativ. Mo, niemand, keiner. Zhi, Uyong, Zhi Yong hier. Und U ist ja der Antagonist zu Yo. Es gibt ja keine Verneigung von Yo, sondern es gibt dafür das extra Wort U. U bedeutet halt nicht haben. Niemand weiß den Nutzen von Unnutzen oder von nicht nützlich sein. Hier an dieser Stelle ist es hier einfach Satzschlusspartikel, also nicht wie dieses A, B hier, was wir hatten. Aber ansonsten denke ich, ist die Konstruktion relativ klar. Also Zimtbäume kann man essen, darum haut man sie um. Und Lackbäume kann man nutzen, darum ritzt man sie. Menschen kennen alle oder alle Menschen kennen den Nutzen des Nutzenhabens oder Nützlichseins, aber niemand kennt den Nutzen des Nichtnützlichseins. Denn wer nicht nützlich ist, wird geschont. Praktisch, praktisch. Okay, zweiter Beispielsatz kommt aus dem Lunyu, also der Analekte des Konfuzius, Kapitel Xue'er. Und es liest sich folgendermaßen: Zi Yue, Fu Zai, Guan Qi Zhi, Fu Mo, Guan Qi Xing, San Nian Wu Gai, Yu Fu Zhi Dao, Ke Wei Xiao Yi. Unser Ke, und das ist geht, steht relativ hinten. Und genau, es fängt wie so häufig an mit Zi Yue. Zi Yue, erster Tor, Entschuldigung. Zi Yue, der Meister spricht, der Meister sagt. Was sagt er? Gehen wir mal zum ersten Punkt. Fu Zai, Guan Qi Zhi. Ja, der Vater ist da. Fu Zai, der Vater ist da vor Ort anwesend. Guan, Mann, betrachtet. Guan bedeutet betrachten, wahrnehmen, irgendwie sinnlich ergreifen, erfassen. Qi, seine. Zhi. Zhi ist so Intentionen, Absichten, sein Wille, also das, was ihn so geistig von seiner emotionalen Zielsetzung ausmacht. Fu, Mo. Guan, Qi, Xing, der Vater Mo. Das ist eine andere Lesung, als wir es gewohnt sind. Wenn man es als Mo liest, bezeichnet es oder bedeutet es Untergehen oder halt Sterben. Also der Vater stirbt und man betrachtet oder ja, nimmt wahr. Qi, Xing, also sein Xing, sein Gehen, also wie er funktioniert, seine Handlungen. Und dann sieht man spätestens an dieser Stelle, dass hier Guan nicht mit Betrachten gemeint ist, sondern dass man sich danach richtet oder daran hält. Also man nimmt es wahr und man nimmt es gleichzeitig als Vorbild. Das ist eine betonte Bedeutung, die eigentlich in Guan nicht implizit so drin steckt, aber die wir uns hier dazu denken müssen, damit es mehr Sinn ergibt. Also man nimmt es wahr, das, was der Vater will, was der Vater denkt, was seinem Weltbild entspricht, so was seine Intentionen sind und ja, richtet halt sich auch danach aus. Und wenn er gestorben ist, dann richtet man sein Handeln nach seinem Handeln aus. Und man hat es wahrgenommen und jetzt macht man es nach. Okay, San Nian, 3 Jahre, gemeint ist hier 3 Jahre lang, ist hier der Zeitraum. Wu Gai. Es gibt nicht Gai, Gai ist so wie Gai Bian, verändern, Veränderung. Yu,
fu zhi dao. Na, in Bezug auf, ü hatten wir ja schon mal. Vaters, na, Genitiv S, Genitivkonstruktion dao. Gemeint ist hier nicht dieses transzendente dao, sondern dao kann auch einfach sowas heißen wie, ja, das, das Verhalten, seine Lebensphilosophie, seine Art und Weise im Leben klarzukommen. Also das ist sowas wie eine Mischung aus zhi und xing. Also man, es gibt keine Veränderung in Bezug auf das Verhalten, wie es der Vater vorgelebt hat. Wenn das der Fall ist, ke, wei, xiao, yi, dann kann man nennen xiao. Also kann man, wen oder was, muss man sich auch denken, kann man dies nennen, xiao, pietätvoll. Also ne, respektvoll den Eltern gegenüber. Und warum? Weil man an dem elterlichen, also hier genauer an dem väterlichen Verhalten ja, festhält. Und das I ist einfach ein Satzschlusspartikel, die eine besondere Betonung ausdrückt, wie ein Ausrufezeichen eigentlich. Okay, auf zum nächsten. Okay, Klassiker, eigentlich ein etwas schlechter Beispielsatz, weil ziemlich schwierig, ist aus dem Dao De Jing. Der Anfang direkt, wo wir auch das K zweimal in prominenter Stellung, Position haben. Dao ke dao, fei chang dao. Ming ke ming, fei chang ming. Soweit, so gut. Sind zwei Sätze, sind parallel aufgebaut, das ist jetzt nicht das Problem. Das Problem kommt halt an der Stelle, wo wir feststellen, dass wir ein Modalverb haben, und wir scheinbar kein Vollverb finden. Und die Lösung des Problems, jetzt muss ich mal kurz den Stift hier entwenden, ist, dass wir einfach, weil wir wissen, dass die Wortarten im klassischen Chinesisch super labberig definiert sind, die Problemlösung ist, dass wir aus diesem, was wir eigentlich als Substantiv wahrnehmen, ein Verb machen. Okay. Dao, ke, dao, fei, chang, dao. Da haben wir ein zweites Element. Ich weiß nicht, ob ich das schon vorgestellt habe. Das ist dieses fei zweimal. Und fei ist im Grunde genommen die Negation von ihr. Also a, b, ihr. A ist b. Wäre verneint. A, fei, B. Also A ist nicht B. Und das Je hinten fällt weg. Also es ist nicht so, dass es Negationspräfix oder sonst irgendwas ist oder Negationsadverb, sondern das heißt einfach, es ist nicht. Und es wird halt im Gegensatz zur Copula Je, wird es zwischen die Sachen gestellt, die vernegativ copulat werden. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay. Das heißt also, wir haben hier vorne ein A stehen. Ja, das schreibt natürlich super. Stellt sich einfach vor, als stünde hier auf A. Und hinten haben wir unser B-Element. Hier genauso. Ja, also einfach A ist nicht B. A ist nicht B. Soweit, so gut. Nachdem wir jetzt einfach eingerichtet haben, dass das hier unsere Vollverben sind, und es sind tatsächlich unsere Vollverben, können wir jetzt sagen, Dao. Ke, Dao. Und Dao bedeutet hier halt, wenn man es verbal auffasst, etwas als Dao bezeichnen oder etwas als Dao wahrnehmen oder anerkennen. Genau. Also etwas kann gedaut werden, etwas kann als Dao bezeichnet werden. Und wer oder was? Das Satzthema. Satzthema steht natürlich vorne, weil ne, topikalisierende Sprache, Satzthema steht vorne und da hinten wird eine Aussage drüber getroffen. Also das Dao
welches man kann, als DAO bezeichnen. Das ist unser A. Ist nicht, wer oder was? Chang DAO. Chang, ewig, andauernd, immerwährend, DAO. Und da ist halt das DAO als Prinzip wieder gemeint, also als Substantiv. Chang ist entsprechendes Attribut dazu. Also ein DAO, was man bezeichnen kann als DAO, ist nicht das ewige DAO. Was es bedeuten soll, ist, dass man das DAO nicht in Worte fassen kann. Man kann es nie in seiner Gesamtheit irgendwie begreifen oder verstehen und deswegen auch nicht so beschreiben. Nächstes, genau dasselbe, Ming, Ming, also ein Name, den man kann als Namen irgendwie benennen oder festlegen, ist nicht der ewige oder anhaltende oder fortwährende, fortdauernde Ming-Name. Das heißt also auch Namen, die irgendwelchen Objekten, Gegenständen, wie auch immer gegeben werden, erfassen sie nicht im Kern, sondern beschreiben halt nur unsere Wahrnehmung von dem, was es ist. Okay. Das war ein bisschen schwierig, weil man die beiden Dinge hier umdeuten musste, aber ansonsten denke ich, es ist ganz schön. Was man auch machen kann und eine Nuance, die das Kr relativ oft trägt, ist, dass es auch passivisch übersetzt werden kann. Man kann zum Beispiel auch sagen, ein DAO, das als DAO bezeichnet werden kann, oder ein Name, der als Name bezeichnet werden kann, ist nicht bla bla. Das ist eine Nuance, die man relativ häufig in klassisch-chinesischen Texten hat. Und vielleicht läuft uns davon auch früher oder später noch einer über den Weg. Ich gebe euch jetzt noch eine Konstruktion mit Kr, die relativ oft vorkommt. Okay, letztes Kr-Beispiel für heute ist diese Konstruktion mit Kr. Kr-Bu. Kommt aus dem Sunzi-Fa, also aus der Kunst des Krieges von Sunzi. Und liest sich folgendermaßen. Sun Zi Yue, Bing Zhe, Guo Zhe Da Shi, Si Sheng Zhi Di, Cun Wang Zhi Dao, Bu Ke Bu Cha Ye. Okay, soviel erstmal dazu. Das Ganze habe ich unterteilt in zwei Sätze. Wir wissen ja, keine Interpunktion eigentlich im klassischen Chinesisch. Es gibt auch relativ viele Leute, die überall Punkte zwischenhauen. Ich mache das mal so, weil es gibt sowieso keine verpflichtende Interpunktion. Egal. Ich habe es erstmal strukturiert, damit es einfacher ist und gut ist. So, Sun Zi Yue, also Meister Sun sagt. Bin Zhe, da haben wir wieder eine Wiederholung von unserem Zhe, also irgendwas Zhix, ne? Und hier ist es wahrscheinlich Bing Zhi Shi, also die Angelegenheit des Krieges. Guo Zhi Da Shi ist eine große Angelegenheit des Staates. Ne? Was den Krieg anbetrifft, oder die Kriegsangelegenheit, die Kriegssache, ist, müssen wir reininterpretieren, des Landes große, sehr große Angelegenheit oder Sache. Okay. Si Sheng Zhi Di. Es ist der Ort von Tod und Leben. Also das ist quasi die Angelegenheit, die Sache, der Punkt, der Ort im abstrakten Sinn, wo über Tod und Leben entschieden wird oder wo sich etwas über Tod und Leben entscheidet. Cun Wang Zhi Dao. Oder Wang, ich glaube, es ist ein zweiter Ton. Cun Wang Zhi Dao. Es ist das Prinzip, also Dao kann ja auch, es ist nicht nur den Weg, den man entlang geht oder dieses transzendente Dao, sondern es ist auch so ein Prinzip, wie die Dinge halt einfach laufen. Von Cun, bleiben, und Wang oder Wang. Ich weiß gerade echt nicht, ob im zweiten oder im vierten, aber steht richtig in der Videobeschreibung. Von Verbleiben, Überleben und Sterben, Untergehen, Vergehen. Davon ist es das Prinzip.
jetzt kommt's. U, k, u, schaie. Hier einfach wieder Satzschlusspartikel. Manchmal hat es tatsächlich nicht die Popularfunktion, sondern steht einfach nur darum, das Satzende anzuzeigen. Scha ist untersuchen oder genauer betrachten oder irgendwie gezielt analysieren, auseinandernehmen, genau reingucken. Und jetzt kommt's. U, k, u. Zwei Verneinungen, das ist immer ein bisschen schwierig. Also, unser Modalverb ist wieder dieses K und das Folger ist Cha. Also, man kann nicht nicht untersuchen. Wen oder was? Natürlich den Krieg. Also kann man dieses U, K, U immer übersetzen als man muss, man kommt nicht umhin, notwendigerweise. Auf jeden Fall. Es ist zwingend notwendig. Irgendwie U, K, U. Ist auf jeden Fall immer so ein es geht nicht, das nicht. Also, es muss unbedingt. U, K, U. Man kommt nicht umhin, Chaie zu untersuchen. Also diese Sache, die Kriegsangelegenheit, genauer unter die Lupe zu nehmen. Weil es halt natürlich eine gute Lage ist. Also, wichtige, große Angelegenheit des Staates. Und weil sie diese beiden Eigenschaften hat. Gut, also U, K, U. Unbedingt müssen.